Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wolong Fallen Dynasty. Ich habe jetzt bestimmt noch mal eine Viertelstunde hier in diesem beknackten Dorf rumgesucht, weil ich gedacht habe, ihr muss irgendwo noch eine sein. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass die hinter dieser Tür ist. Ich glaube es allerdings nicht, ehrlich gesagt. Ich hoffe es, aber ich glaube es nicht, weil warum sollte man eine Standarte in einem Haus aufstellen? Ist das nicht sowas wie ein Gebietsanspruch? Wir gucken jetzt hier mal rein. Okay, gut. Wir kommen da nicht rein. Müssen wir von oben irgendwie dahin? Oh, sei mal nicht so aufgeregt hier. Wie kommen wir jetzt dahin? Ich muss mich erstmal hinsetzen. Und ich habe glücklicherweise dran gedacht, meinen Controller. Aua! Oh, mein Fuß. Meinen Controller aufzuwechseln. Der ist jetzt sehr kalt, aber geht schon. Oh, sie macht mich wahnsinnig mit diesem, was sie da auch immer tut. Also, wir kommen da nicht rein. Also müssen wir eventuell von oben rein? Also, hier ist ein Loch. Ach, ernsthaft? Hier ist echt eine drin. Warum stelle ich einen Gebietsanspruch? Kavallerie. Hier ins Haus. Ja, na hoffentlich. Du bist 25. Wir müssen das jetzt hinkriegen. Das Problem ist, dass man sich das ja nicht aufheben kann jetzt hier. Das ist ein bisschen doof, weil ich würde nämlich erstmal gerne den Gegner angucken. Bevor wir hier irgendwas machen. Aber wir müssen ja jetzt direkt rein. Na gut, vielleicht haben wir ja auch Glück. Auf jeden Fall war da irgendwas mit weißen Reiter. Sind die neu? Bisher haben wir nur die gelben Turbane gehabt. Das sind auch die weißen Reiter. So, hier ist der Affenmann gewesen. Der Affenjunge. Hat sie einfach alle weggesnackt. Soll ich mal bei ihr was machen jetzt? Ja, ich weiß nicht. Das ist neu. Ich könnte meinen... Das kann ich nicht. Den könnte ich hochmachen. Vergiftetes Wurfmesser? Interessant. Gut, ein bisschen was haben wir jetzt gemacht. Wir haben gegen den Affen gekämpft. Was könnte jetzt kommen? Also wir haben gegen den wild gewordenen Typen gekämpft, gegen den Affen. Und wir haben Typen von weißes Ross oder so gesehen. Eventuell sowas? Plus eins. Auch plus eins. Zauber. Plus 3, Verteidigung. Erdkraft. Beeinflusst Gewichtsobergrenze und von geblockten Angriffen wiederhergestellten Willen. Beeinflusst von Zaubern, verbrauchten Willen und Dauer für die Höhe der Wille gehalten. Was haben wir hier? Beeinflusst von Angriffen wiederhergestellt und von Kampfkünsten verbrauchten Willen. Beeinflusst Gesundheit und bei erlittenen Treffern verlorenen Willen. Sollen wir mal das nehmen, Holzkraft? Okay. Bist du bereit? Komm, wir gehen. Ein bisschen Angst jetzt. Okay. Falsch. Hm.
Okay.此地乃是刑场，尔等就跟天柱派的女子一同，回归成为尔时吧。 Ebo? Ja, das war ja super jetzt, oder? Das war ja richtig cool. Ja, na, was machen wir jetzt? Doch,亏你帮忙。哦，谢谢。幸好无事，只不过还是向这位医师道谢。 我的名字叫做红晶，正在暗中侦查黄金。这块玉石，军务在身，先行告辞。还请阁下随后前往广宗前线。若朝廷军得到阁下相助，必将士气大振。哈！能不能也带上我？ Stimmt, wir können wieder typisch nicht reden. Du hast die folgende Belohnung erhalten. Rang 1 Leder brauche ich nicht. Kommen wir eigentlich auch mal auf eine Weltkarte? Ist ganz schön lange schwarz. Aber gut. Ist
不可冲动一刀，刚才多亏有这位侠士相救。原来是误会，多有冒犯，差点误伤好汉。好，既然如此，那就来一较高下吧，看看谁讨伐的黄金更多。河岸燕人张飞一起大闹一场吧。 Also er ist unser neuer Freund. Du kannst nun über Verstärkung Yuan Yu zur Hilfe rufen. Oder Zhang Fei. Gyugoguktal. Oh, ich habe beide dabei. Boah, wow, krass, Leute. Ich bin ja... War ich schon mal alleine hier? Also hier sieht echt schön aus. Irgendwie kommt mir das hier so bekannt vor. Das ist aber nicht jetzt hier da, wo man... Ja, genau. Erzähl das noch jemandem. 据说这座山谷的深处曾隐居着有名的贤者。鬼谷沟这个名字也是因此得来，还真是个不怎么吉利的名字。 Ein neues Schlachtfeld ist nun verfügbar. Zwei große. Ich muss mal ganz kurz klarkommen. Da waren wir. Das haben wir gemacht. Das machen wir gerade. Nebenschlachtfeld. Zwei große Helden. Der gelbe Himmel brennt. Nebenschlachtfeld. Hauptschlacht, Neben. Soll mal lieber die Neben... Ich bin mir noch nicht sicher, wie das... Ich vermisse meine Karte. Die gelben Turbanen, die den Dongshanberg erobert hatten, wurden besiegt. Jedoch berichten Yang Fu Song, der General des kaiserlichen Hofs, dass ihre Überbleibsel sich unter einem neuen Anführer sammeln und weiter auf den Dongshanberg ihr Unwesen treiben. Huang Fu Song hat eine Strategie, um sich dem Problem anzunehmen. Deine Hilfe bei der Umsetzung des Plans wird sicher geschützt werden. Die gelben Turbane. Okay, das haben wir jetzt eben gelesen. Wer bist denn du? Ich bin gerade in der Schlacht. 我军正疲于对付黄金余党，若是义勇兵，便请助我军一臂之力。Okay, er will nicht mit uns mitgehen. Ich verstehe das schon. Jetzt gegen die Wand gestolpert. Ach, wir fangen wieder hinten an. Kennt man ja, ne? Wer hat mich jetzt gesehen? Da oben. Wir haben zwei normale und sieben kleine. Rang 1 Leder, ja.
auf 11. Da ist unsere nächste. Ach, die sind aber relativ nah beieinander scheinbar. Darf ich mal hin? Ach, ich könnte mir jetzt einen rufen, oder? So, Rang 12. Gehen wir hier außen lang. Mist. Hallo? Ach Mist. So, ich möchte gerne mein Zeug zurück. Das würde mir sehr gefallen. Hier gibt es nichts mehr. Oh, eine Kiste. Eine Markierung. Hier haben wir hier. Hey,
So, meine Kiste. WP3210. Okay. Wo denn? Hä? Ah, da! Geht's hier lang, oder was? Scheinbar. Ich jetzt hier alle Standarten. Ich muss auch drauf achten. Siebzehn. Okay, drei kann ich noch. So. Da ist auch noch eine. Wir müssen noch mal rein hier. Wir müssen doch nicht rein. Nee, wir können noch nicht zu euch. Bambusbogen. Jetzt habe ich den anderen Bogen verbessert. Man muss hier lang. Also ich brauche immer noch eine Standarte. Wieso fehlt mir schon wieder eine? Was soll denn das? Das ist ja gemein jetzt. Heilige Scheiße, wie habe ich das denn gemacht? Ich weiß es nicht, aber ich habe es getan.
Hätten wir das. So, haben wir alles. Sehr schön. So. Wir benutzen jetzt erstmal nicht das. Wir benutzen erstmal das hier. Inventar. Okay, das hätten wir. Dann machen wir jetzt als nächstes... ich würde gern mal den Bo... Ach, wir haben mal einen Haufen Zeug gekriegt. Oh, nur eine Dreierhaarnadel. Das ist die zweite, das ist die Dreier. So. So, vergiftetes Wurfmesser. Bambus, hab ich leider. Wir nehmen mal die. Also. Bambusbummer. Hä. Okay. Gut. Nee. Ja, ich muss auch erstmal hier hingehen, damit das hier was wird. Nee. Gut. Ich würde mal sagen, normalerweise wäre jetzt hier Ende. Aber macht jetzt keinen Sinn. Hörst du? Uff, sag mal. Soldat. Bo Kai. Darf ich noch alles einsammeln? Ich will noch nicht gehen. Gibt's hier noch irgendwas? Was? Warum? Was macht denn der hier? Dasselbe Schlachtfeld erneut herausfordern, kehre zu deinem aktuellen Hauptschlachtfeld zurück. Yungugu-Tal, Provinz Ji, Staat Zhao, ein mystisches Tal im Herzen des Taihang-Gebirges. In der Zeit der Frühlings- und Herbst-Tanalen sowie der streitenden Reiche soll es der Lebensort des weisen Yu-Zhu gewesen sein. Mit seinen Schülern Su-Qin und Zhang-Yi soll der weise Weg und Seilbrücken über das tiefe und gefährliche Tal angelegt haben, die zu einer einsamen Höhle führten, wo der weise Rhetorik neben einer Quelle studierte, aus der die Weisheit selbst floss. In den mehreren hundert Jahren, die seitdem vergangen sind, wurde das triste Tal von den okkulten Ritualen des Taiping-Daoismus entweiht und beherbergt nun Banditen und religiöse Fanatiker. So, hier sind wir schon. Ich war mal ganz fix woanders. Hm.
So, wir haben einen Zauberpunkt bekommen. Und wir haben jetzt keine Nebenfelder mehr, gell? Was ist ein anderer? Achso, Grundausbildung. Teil 2, Teil 1. So, Dorf des Unheils. Immer das Unheil. Zwei große Helden. Der Tal der weinenden Geister. Das sind wir gerade. Okay. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.